Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Dieser Priester hier hat uns eine Aufgabe erteilt, der wir nicht so ganz gewachsen waren während des Events. Warum genau und wie wir es dann am Ende doch noch gemeistert bekommen haben, das seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß! So, was ich allerdings gerne noch vorher kurz machen würde, ist mal eben einen Trank zu nehmen, damit ich zumindest ein bisschen was habe und dann, ja, hoffe ich mal, dass Funke mir helfen kann. Ich habe den Epi eben gefragt, der hat nicht geantwortet, also versuchen wir jetzt einfach mal alleine. Meine Heimgesuchten können niemals entkommen. Ihr habt ihnen gegenüber versagt. Sie sind nicht echt. Man kann auf dieser Ebene den eigenen Augen nicht nachkommen. Nichts schmeckt so süß wie die Furcht einer gebrochenen Heldin. 6,7 Millionen, okay. Frage ist, kann der auch was? Fürwitze bringen Dornen hervor zuhauf. Denn dort ragen bald meine Betgespenster auf. Also ich vermute mal, dass das ähnlich sein wird von der Stärke her, wie diese Krähe normalerweise ist. Meine Finger eure Furcht rasch finden. Wenn sie euch stechen, werde ich mich vor Wonne winden. Zieht mir doch die ganze Zeit die Magika weg, oder nicht? Zieht mir, sobald ich Magika habe, zieht er mir die wieder weg. Und ich weiß nicht genau warum. Oder womit? Hallo. Losreißen. Ja, du solltest dich mal losreißen. Ich kann dich nicht heilen. Dass man so stark blutet? Ja, ich kann sie nicht heilen. Alles ist runter. Ausdauer ist runter, Magika ist runter. Es kommt doch nichts Neues rein. Ah, Moment, hier ist eine Vogelscheuche. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Das könnte unter Umständen... Das ist aber schon wirklich heftig. Und das mit der Kleinen. Also mit der Main hätte ich da wahrscheinlich keine Probleme drin, aber... Also mit einem privaten Account. Aber das mit der Kleinen hier, das ist schon... So, Frage ist, werden mir jetzt immer noch die Dings abgezogen oder nicht? Was ist denn mit dem Kürbisfratze? Den könnten wir aber theoretisch die ganze Zeit über. Ach komm, er hat es nicht angenommen. Er hat es nicht angenommen, dass ich die Ulti gemacht habe. Die Scheuchen erheben sich voll Hunger nach eurer Kraft und rauben euch flott den Lebenssaft. Ja, 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 das heißt, dass wieder einer... Das habe ich mir schon gedacht, wenn er das sagt, dass dann sowas kommt. Funke halt durch, ich muss das Tote mir erstmal wegkriegen. Was ist das immer? Okay, das ist schon mal weg. Ah ja, es kann sich nur noch ein paar Stunden handeln. Das tut mir leid. Wie gesagt, ich spiele hier mit der Kleinen.
Aber ich will ja auch ein bisschen auf Sicherheit spielen. Komm, gerollt auch nicht. Wieder eine Vogelscheuche. Ich glaube, ich war zu nah dran, weil mir wird wieder Magika entzogen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich von der Vogelscheuche kommt, aber ich gehe davon aus. Ich hoffe jetzt nicht, dass die irgendwann wiederkommen. Oh doch, die kommen tatsächlich wieder. Und schon wieder ein Tote. Das Problem ist, ich weiß nicht, entzieht mir das auch was, wenn ich auf der anderen Seite bin, weil sonst würde ich jetzt erstmal weiter von ausgehen. Zeit, sich an euren Ängsten zu laben. Duckt euch, er ist zu stark. Wie duckt euch? Hier komme ich. Das ist nicht dein... Alter! Das war mal eben One-Hit von fast 30.000. Ich wollte ja gerade rollen, aber die wollte nicht mehr. Die hat keine Lust gehabt. Ach du Schande. Und jetzt nochmal alles von vorne, oder was? Also, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, mit dem kleinen Char hier kann ich das vergessen, weil das ist... Also, mit dem Main-Char werde ich da, glaube ich, keine Probleme haben. Aber hier der kleine Char, die kann ja nichts. Die hat keine vernünftigen Klamotten an und ich weiß echt nicht, wie ich das mit der machen soll. Ich glaube schon daran, dass ich den besiegen könnte. Aber da müsste ich hier die Aufnahme nochmal um eine Stunde überziehen oder sowas wahrscheinlich. Also das wird dann wirklich sehr lange dauern, bis ich dann da komplett durch bin. Und ja, so blöd es sich jetzt auch anhört und ich finde es schade, dass wir jetzt hier sonst nichts weitermachen können. Aber ich werde dann jetzt definitiv erstmal hier rausgehen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber hier muss ich dann letztendlich abbrechen. Wenn ihr das selber machen wollt jeden Tag, dann sucht euch auf jeden Fall noch andere Leute. Was ist jetzt los? Der Epi ist da. Einen Moment. Also, wie ihr sehen könnt, der Epi hat meine verzweifelten Rufe, mein Tod vielleicht auch erst gehört. Und er ist angekommen, aber er ist scheinbar auch schon gestorben, so wie er aussieht. Und er erklärt mal eben kurz, wie der Boss eigentlich funktioniert, weil ich habe gesagt, du bist tot, so wie du aussiehst. Und dann musst nee, ich wollte aber nicht mehr tot sein. Vielleicht ist das ein schlechtes Omen gewesen, weil ich bin ja auch gerade dreimal schon gestorben. Aber dabei habe ich zumindest so ein bisschen die Mechaniken wohl mitgekriegt, wie das funktioniert. Und das wird er euch jetzt mal eben und mir auch mal eben erklären, weil er ist irgendwie doch eine ganze Ecke weiter gewesen als ich mit meinem kleinen Scharchen hier. Ja, ich war bei 10% dann, also Boss noch. Der hatte noch 1 Million oder sowas irgendwie. Oder nicht ganz 1 Million. Aber das war so die Phase, da konnte ich es nicht mehr, weil ich alles entzogen gekriegt habe an Ressourcen. Also, die erste Phase ist recht simpel. Das heißt, du machst Schaden auf den Boss. Der Boss spawnt so Baumbeet. Typen da. Die muss man auch wegmachen, aber die würde ich nur wegmachen, wenn der Boss gerade nicht angreifbar ist. Der hat dann so einen Schutz da drauf. Da kannst du den Boss nicht angreifen. Dann machst du halt diese Beet
Viecher da weg halt, ne? Weil das dann, wenn diese Phase kommt, dass der Boss hochgeht, das ist ungefähr bei 70%, glaube ich, das erste Mal, und dann explodiert es einmal alles und alle sind tot. Begleiter sind tot, mein Bär ist sogar gestorben immer. Also alles ist tot, du nicht zum Glück. Und dann kommt diese Schattenphase. Das heißt, der hält so eine Lampe vor sich und hat so einen Kreis um sich rum. Da darfst du nicht reinkommen und du musst schleichen. Also du musst dich in Deckung halten. Das sagt ja auch kurz. Du darfst nicht entdeckt werden. Das war keine der One-Hit, der mich am Ende erwischt hat. Wenn du entdeckt wirst, kommt er zu dir sofort und haut dich einmal und bist tot. Also das ist dieser One-Hit. Da kannst du auch nichts machen. Wenn du entdeckt bist, war es das. Auf der Map kommt dann eine Krähe das erste Mal so um dich rum, oben am Kopf. Die zeigt dir so ein bisschen so einen Weg. Da musst du dann zu diesen Flächen auf dem Boden gehen. Da ist auch eine andere, ja, so eine lilafarbene Krähe, so zum lila Schimmer. Da kannst du synergieren. Das ist so ähnlich eben wie in dem Vierer-Dungeon mit dem Indrik, wo du dann auch in dieser Phase immer in diese Kreise musst und dann synergieren musst. Das musst du beim ersten Mal ein- oder zweimal machen. Ich glaube, ich habe es da am Anfang nur einmal gemacht. Und das ging dann auch weg. Das ist wahrscheinlich auch zeitgesteuert. Vielleicht geht es auch nach einer gewissen Zeit so weg. Ne? Und bei der zweiten Phase, die dann wieder nach 30%, glaube ich, kam, oder bei 50% waren, war das dann schon mit mehr Flächen. Da musstest, also ich habe da bestimmt 4 oder 5 Mal das gemacht mit dem Raben dann. Ne? Wichtig ist immer nur, dass du vor dem Typ da verschwindest. Du darfst denn nicht in diesen Kreis kommen, dann bist du sofort one hit. Dann in der zweiten Phase, also wenn du wiederkommst, spawnen außen, die spawnen also immer hier so am Rand, entziehende Hexen, ja, Gestalten. Die sind auch so lilafarben und so durchsichtig. Die entziehen dir die ganzen Ressourcen, habe ich gemerkt. Und ich dachte erst mal, ich kann mich nicht mehr aufladen, gar nichts konnte ich mehr machen. Und nur wenn man die killt, ist das wieder weg. Und vor allen Dingen, wenn du die nicht killst, es kommen halt immer mehr. Bei mir waren es in der Höchstphase mal 5 Stück. Da habe ich es dann nicht mehr geschafft dann irgendwann. Ne? Beim 5. bin ich dann hinterher gestorben, weil ich dann keine Ressourcen mehr hatte. Ich konnte auch keinen Trank mehr nehmen. War alles zu spät. Dann hatte ich noch 2000 Leben und das war's dann. Dann kam auch so viel Zeug auf mich zu. Also der Boss will halt hauptsächlich, dass du abgelenkt wirst, mit anderen Sachen killen. Ja. Und auch mit diesen Viechern, die da immer kommen. Aber ich habe dann versucht, immer mehr Schaden auf den Boss zu machen, wenn das ging. Manchmal ist er eben geschützt mit seinem Schild, aber wenn nicht, dann habe ich immer versucht, den Boss halt mehr runterzuhauen. Ich weiß nicht, ob das der beste Weg ist. Auf jeden Fall bei dieser Endphase bin ich ja dann ganz am Schluss dann doch noch gestorben wieder halt. Ne? Also müssen wir jetzt mal schauen, ob wir das zu zweit vielleicht hinkriegen. Aber theoretisch, wenn einer am Leben bleibt, müsstest du dich retten können in der Zeit. Selber weiß ich nicht. Das weiß ich eben nicht. Wenn das geht, wäre natürlich gut. Da muss der eine nur leben, überleben. Also wie gesagt, mit diesem Ressourcentypen ist das Überleben sehr schwer. Also wenn du die noch hast, deshalb sind die eigentlich oberste Prio, fand ich. Und da kommen auch noch mal so Kleinen, die laufen rum und verfolgen dich immer. Die hauen dich, aber die haben mir jetzt nicht viel Schaden gemacht. Also die nerven einfach nur. Und da kommen noch so Krähenkreise, wo du nicht reintreten darfst. Es kommen sowieso jede Menge Flächen. Also Flächen sind auch hier sehr beliebt, wo du gestunt wirst oder so mit so einer Wurzel festgehalten wirst. Also da musst du auch gucken, entweder rausdodgen oder am Rand sein von so einer Fläche, dann ist es auch meist nicht ganz so schlimm. Ja, oder die Kristalle, die dich aufspießen, die hatte ich auch schon. Ja, das ist genau, das kommt auch aus dem Boden, ja, ja. Also es ist sehr unangenehm, also es hat mich eben so ein bisschen Nerven gekostet, das Ding halt. Ich war schon am Überlegen, ob ich Teso deinstalliere, nein, aber es war schon nervig. Also ich habe eben schon gesagt, ich finde es ehrlich gesagt eine Frechheit, sowas in einer Quest zu machen von Halloween, die eigentlich ja darauf aus sein sollte, dass du das alleine auch normal spielen kannst. Ja. Ich kann es halt nicht beurteilen, weil ich bin jetzt nicht mit der Main drin, die ist natürlich nicht so stark wie meine Main. Aber ich finde es abartig, ganz ehrlich. Ja. Aber gut, wir machen jetzt die Revanche. Genau. Let's do it. Ich gehe mal schon mal hin, der kommt ja dann irgendwie. Der Idiot, ne? Wird jetzt fallen. Also ich habe... Nee, hast du nicht, du hast einen kleinen. Ja, jetzt habe ich. Weil der wird jetzt freigeholt. Gelassen hat. Ja, aber der kommt, glaube ich, sozusagen hinter uns. Geht jetzt auf. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht automatisch auf das Portal. Lasst euch durch sie nicht erschüttern.
Willkommen! Lass die Furcht vor meiner Macht über euch hinwegspülen. Da hinter dir ist ein Bär, nimm den. Meine Finger sind euren Zweifeln auf der Spur. Sie durchbohren euer Herz. Was blutet ihr nur? Jetzt kommen diese Wurzelbeete oder was? Da, wo die Flächen sind, kommen die raus. Aber die verschwinden alle. Deshalb, wie gesagt, Reo wäre der Boss, aber jetzt ist er nicht angreifbar gerade. Doch, ist er. Jetzt ist er wieder an. Ja, das ändert sich ganz schnell immer. Und wie gesagt, da hinten sind die ersten Entziehenden. Da, das ist so einer. Entziehende Vogelscheuche, so heißt die. Ja, sag ich doch, das sind Vogelscheuche. Aber die habe ich dann stehen gelassen, weil die muss die nicht zwangsläufig machen. Nur wenn du nah dran bist, dann solltest du die machen. Jetzt nicht mehr. Eure Schwäche verleiht mir Kraft. Er geht hoch. Jetzt müssen wir uns ducken. Kann ich nicht? Duckt euch. Ja, geh schon mal runter. Er sagt es auch, duckt euch. Oh, mein Parfum ist alle. Wird es wärmer? Guck, geh weg. Wieso ist das Auge halb offen? Also, ne, ich habe so ein gelbes Auge, besser gesagt. Ja, weil du kannst erkannt werden von ihm. Er kommt jetzt wieder in unsere Richtung. Da hinten ist eine Krähe. Kannst du hingehen? Muss aber aufpassen, wenn er hingeht. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ein Ding ist in der Mitte noch. Da kann ich hingehen. Ja, hier ist auch noch einer. Ja, den meinte ich ja. Achso. Egal. Ja, ich glaube, das war's schon. Na, ist noch nicht angreifbar. Nee, das ist. Jetzt wieder. Jetzt kannst du dich schon wieder. Der verschwindet. Das war nur eine Übungsrunde. Fühlt ihr euch zu selbst klar, sicher? Ja. Kannst du nicht machen. Vor allen Dingen musst du das jeden Tag machen, ne? Ja. Ich mach das jetzt einmal für die Aufnahme, den Rest können sie mich mal. Ja, aber dann kriegst du die Errungenschaften, da gibt's ja Errungenschaften für, ne? Ach, nee, ne? Ja, aber gut, aber nicht mit dem Account jetzt. Ja, aber... Für euch soll dies. Ja, das ist auch eine neue Mechanik, jetzt hat er hier auch wieder... Eure Ängste bringt euch jetzt kommt der andere noch. Mach die mal weg hier, weil... Ich glaube, es gibt noch eine, ja. Ich kann nichts machen. Ja, links von dir, links hinter dir. Prozent könnte sein, dass er jetzt gleich wieder hochgeht. 47. Irgendwo sind entweder ich schaff ja keine. Ne, dann ist alle 30%. Dann müsste er jetzt gleich noch 40 sein. Deshalb lasse ich die immer stehen, die anderen, weil die explodieren ja dann. Wer geht hoch? Willen brechen. Die anderen verschwinden. Ja. Und in den Hocker gehen. Duckt euch! Fürs Erste müsst ihr verborgen bleiben. Funke runter. Funke, bist du überhaupt noch da? Ich kann eure Angst. Ach, Funke ist tot, scheiße. Ja, Funke, die stirbt sofort. Die wird irgendwie. Ja, die stand neben denen, die Blöde. Ja, aber meine sind auch immer gestorben. Also jetzt ist mein außer meinem. Hier gerissen, er lebt noch gerade.
Kann ich in dem Modus auch meinen Bär wiederholen schon? Na, ich glaube nicht, dann stehst du ja auf. Deswegen, ich will sie jetzt auch nicht retzen. Ist eine Krähe. Da hinten sind die ersten. Ja, bei dir kann. Pass auf, er hat dich gesehen. Ja. Wieso kann er mich sehen, wenn ich X drücke? Ja, dann stehst du kurz auf. Beweg dich weiter, ich kann mich selber retzen. Ja, einen habe ich geholt. Hier vorne ist noch einer. Ja. Euer Achtung, er geht in deine Richtung. Geh nicht zu der Krähe. Nee, nicht zu der linken. Rechts sind auch noch vier. Weil wenn er abgewandt ist, dann sieht er nicht auf jeden Fall. Oh, warte mal, bei mir geht gerade die Ausdauer mega runter. Ja, das... Hä, die geht wieder, die geht weiter runter. Was ist das denn? Ja, vielleicht wegen zu viele davon da sind. Ach, deshalb. Nee, jetzt deswegen weg. Sieht der einen nämlich auch. Ja, wenn, weil du stehst ja dann auf. Länger durchhalten zu können als ich. Nun lasse ich meinen Kürbiskopf fliegen. Ja, das ist auch. Achso, pass auf, die Strahlen. Genau, die Mechanik habe ich vergessen. Dass die Strahlen kommen jetzt. Die verfolgen. Und ja, ich wollte gerade meine Dings setzen. Sind die nur kurzfristig da? Wieso kann ich die nicht sehen? Nee, die ganze Zeit. Also nichts mit Retzen. Okay, nichts mit Retzen. Die ersten entziehen sind noch nicht da. Ne? Du kannst dich auch nicht heilen, Mann. Wo ihr doch so weit gekommen seid. Oh, ich muss mal eben hier weg. Ich muss mal eben hier weg. Boah, ich bin. Och, jetzt habe ich hier auch noch eine Vogelscheuche. Zwei Vogelscheuchen sind da. Ja, die haben mich. Das hat. Und diese scheiß Insel da. Die anderen Kräden, diese. Oh fuck. Oh mein Gott, ist das. Oh, fuck, ich bin gepinnt. Oh. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, was ist das denn, ey? Nein. Was ist denn jetzt? Ja, ich hab auch keinen Buffett mehr drin, das ist die Scheiße. Ja, ich hab grad schon genommen. Alles auf den Fürsten mal drauf, der hat noch 700.000. Ah, jetzt hat er wieder ein Schutzschild. Aber der hat nicht mehr so viel. 500.000. Lass uns den platt machen, versuchen. Oh, ich bin aufgespießt worden. Das ist auch ewig, ey. Du kannst es auch nicht. Nee. Ich kann nicht laufen. 200.000, 100.000. Ich kann den nicht. Ich hab den zwar getappt, aber. Er ist down. Boah. Alter. Kann man nicht töten. Ist das scheiße. Funke, du faule Sau, jetzt steh endlich auf hier, wir müssen weitermachen. Mhm. Geht doch. Und ich krieg hier nur einen fucking lilanen Plünderschädel von diesem blöden Arsch, auch noch. Oder was? Hab ich auch noch. Alter. Wahrscheinlich können wir noch was abgeben hier drin. Naja. Aber das... Wenn wir da wirklich Errungenschaft haben wollen, dann musst du das alle 10 Tage lang machen, glaube ich. Das mache ich nur mit meinem Main-Account. Das mache ich nicht mit dem Let's Play-Account. Also können wir ja gerne zusammen machen. Dann. Ich höre mal eben. Ihr habt es geschafft. Die stoffliche Form von Fürst Kürbisfratze wurde zerstört. Er kann nicht endgültig getötet werden. Doch wenn ihr seine körperlich fassbare Gestalt auch weiterhin bezwingt, bis das Fest endet,
wird der Schleier stärker und ihnen Detritus festhalten. Dann wird Fürst Kürbisfratze also wiederkehren? Unglücklicherweise ja. Daedra können nicht von sterblicher Hand erschlagen werden. Er wird wiederkehren. Doch er kann weder uns noch sonst jemandem schaden, bis er seine Kraft zurückerlangt. Sobald er auftaucht, werden wir erneut Helden wie euch brauchen. Ja, und was ich nicht wusste, ist, dass offenbar jetzt noch was Neues hinzugekommen ist. Und zwar Ereignisbehälter. Ja, steht jetzt nicht drin, wofür es jetzt genau ist. Aber man kriegt wohl, ich vermute mal, einmal pro Tag auch einen goldenen Plünderschädel hier von Fürst Kürbisfratze. Ja, kann man jetzt mal eben locker, zumindest wenn man mit mehreren Leuten drin ist, mal eben locker mit so einem Viererverlies vergleichen, würde ich mal sagen. Wie gesagt, mit der Main, denke ich mal, wäre das auch nicht ganz so schlimm gewesen. Die kann sich sehr gut selber schützen, passiv. Aber mit dem Account hier, das ist wirklich Wahnsinn. Wir sind sicher, meine Freundin. Fürs Erste. Ja, ich glaube, ihr schuldet mir eine bessere Erklärung. Und am besten auch besseren Loot. Oh, wir haben eine Trophäe erhalten. Da habt ihr recht. Vergebt mir. Die Scham, die ich verspüre, geht weit über bloße Worte hinaus. Wenn man so lange gefangen ist, wie ich es war, greift man zu jeder Entschuldigung und redet sich jedes Unrecht schön. Nur für die Verheißung eines Entrinnens. Nee, ich hätte eben nicht das Gleiche getan. Das reicht mir nicht. Ich weiß. Worte können all dies nie in Ordnung bringen. Ich kann nur hoffen, dass meine Handlungen, um Abbitte für meine Taten zu leisten, eines Tages ausreichen. Nicht nur gegenüber den Heimgesuchten, die ihr gerettet habt, sondern auch euch gegenüber. Ja, wir haben anscheinend den Kopf von Fürst Kürbisfratze, den wir uns ins Haus reintun können, so wie es aussieht. Damit werde ich mich allerdings jetzt mal ganz schnell verabschieden, weil die Folge jetzt komplette Überlänge hier hat. Ich denke mal, ich werde den Kampf dann auch nur mal als einzelne Folge reinmachen, sodass wir hieraus zwei Folgen machen werden. Einen großen Dank und ein großes Lob geht auf jeden Fall nochmal an den Epi, der jetzt auch gerade wieder zuhören kann. Der schämt sich jetzt, der antwortet nicht mehr. Nein, ich habe gerade nur was geschrieben. Nee, alles gut. Eine Trophäe haben wir auch bekommen. Ja, ich sag doch, seinen Kopf können wir uns jetzt an die Wand nageln. Wer bombt mir hier jetzt schon wieder ins Bild? Oh Gott, ich muss mich beeilen mit der Abmoderation. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche allen viel Glück da draußen, die es selber machen wollen. Und das meine ich wirklich bitter ernst, auch wenn ich gerade am Lachen bin. Sucht euch aber. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, es ist soweit. Ich habe euch in der letzten Folge mal wieder angelogen. Es tut mir leid, weil als ich nämlich gerade die beiden goldenen Schädel hier geöffnet hatte, die wir mit dem Epi zusammen geholt haben, da hatte ich nämlich jetzt genügend Federn, dass wir die Krähe rupfen können. Und den Epi habe ich jetzt auch wieder dazu geschaltet. Mit ihm zusammen werde ich jetzt die Krähe rupfen. Das heißt, wir werden jetzt mal eben... Die Leute stehen mir an einem Weg. Was denn? Eine Info noch. Du hast ja, glaube ich, gepostet gehabt, dass es umsonst dieses da gibt halt aus dem... Was war das nochmal? Ich guck gerade mal. Diese Mumie oder was? Kostüm, wo du da als Mumie bist. Das ja, gibt's das aber wissen nur, wenn die Leute nicht, die zuschauen. Denen hatte ich das alles gezeigt, aber... Grausiges Mumientuch hieß das. Das kriegst du ja nur... Wenn du diese Quest machst, was wir praktisch gerade, dass wir so Federn kriegen, du musst 10 Stück bekommen. Die sind aber wohl selten, weil du hast ja jetzt keine gekriegt. Ich habe jetzt zufällig eine gekriegt, andere haben auch keine gekriegt, habe ich schon mitgekriegt. Heute, also das heißt, wird schwierig, vielleicht. Ich wollte es nur mal so zwischendurch doch sagen, das gehört ja auch zu dem Fest. Ja. Wo müssen wir jetzt hin? So, Werkbank der Hexenmutter. Was müssen wir hier machen? Achso, das Abbild fertigen, ja. Da wird er wahrscheinlich nichts groß zu sagen. Aber wir müssen dann nochmal zurück. Ich weiß nicht,
weiß nicht, musst du das auch machen? Soll ich eben warten, oder? Nee, ich muss das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Achso. Ich weiß nicht, wo du das angenommen hast. Wo war das? Ja, bei ihr hier. Und? Wie ist es? Habt ihr das Abbild angefertigt? Gebt es her, Kind! Ich nehme schon ihren Dialog hier. Hier ist das Abbild. Hm. Habt ihr einen Namen, Kind? Gameplayerin. Nun, ich würde ihn nicht auf dieses Abbild schreiben wollen, doch er wird reichen müssen. Nun bringt es zu einer der Feuerschalen in der Nähe und taucht es in die Flammen. Das wird es mit der Macht von Emagrau erfüllen. Der sieht echt wild aus, Kürbisfratze. Jawohl, gute Dame, ich werde es hier einfügen. So, das Abbild habe ich gemacht. Bringt das Abbild zu einem Ritualstein. Wo sind denn die Ritualsteine? Hier hinten. Hier hinten, ja. Die Frage ist, ob ich damit kann. Überhaupt, weil ich das... Och, jetzt kann man das wieder nicht anvisieren, wie ich das hasse. Wenn du da 30 Meter entfernt stehst... Ah, jetzt. Na doch, ich kann mit. Ach, das ist jetzt der andere Boss von sonst immer, ne? Ja, das ist diese Kackrede. Och, die Kack... Das hast du gesagt. Nimmst du gerade auf? Ja, sonst würde ich ja nichts angesagt haben. Aber, ja, aber schneid das lieber raus. Weil das ist, ja, hier, warte mal. Auch nochmal der Hinweis, das krähengeborene Grauen. Wobei, den kannte ich ja schon. Diese Begegnung ist schon ziemlich herausfordernd. Ihr könnt euch durchaus etwas Hilfe im Kampf gegen das krähengeborene Grauen suchen, außer ihr seid wirklich gut vorbereitet. Mit meiner Main muss ich dazu sagen, auf dem privaten Account habe ich es geschafft. Hm. Ist aber ein schwerer Kampf gewesen, das muss man auch dazu sagen. So, wir sind jetzt mit Gruppe reingegangen. Wir werden den jetzt einfach in Anführungszeichen besiegen. Aber hier war, glaube ich, nichts, was uns irgendwas entzogen hat oder so. Nee, der ist kein Vergleich, der Kampf war so gar nicht. Ja, ich meine auch, der war bei weitem nicht so herausfordernd. Nee, war sehr herausfordernd, aber der war jetzt nicht so... ich habe ihn gerade noch... Ich habe deinen Gefährten gerade noch wieder geheilt voll und dann im nächsten Moment kippt er um. Also der hat ganz fiese Attacken, weil der irgendwann hochfliegt und auf einen zugestürmt kommt. Ich glaube, das kommt jetzt. Ja, nee, jetzt ist er wieder so oben. Das macht er auch gerne. Achso, er kann wieder nicht angegriffen werden. Nee. Jetzt bei 30%. Ja, so einfach war der aber damals nicht. Ja, wir sind ja zu zweit. Ich hab den auch immer alleine gemacht. Den konnte man gut alleine machen. Also ich hab eben durch Zufall jetzt hier beim Streamer geguckt, ne? Der ist in der Raid-Gruppe in diesen einen Boss reingegangen und die haben jetzt die 12 gemacht. Der Boss ist nur immer im wahnsinnig da rumgelaufen, haben sie Spaß rausgemacht. Ja, in dieser Phase, wo der Schatten kam und haben einfach nur den verarscht, den Boss. Der ist immer in Zickzack gelaufen, weil da zu viele Leute waren. Ja, ihr Lieben, ich würde mal sagen, ich schieb das dann doch noch hinten dran an die eine Folge, weil das war ja jetzt im Vergleich wirklich ein Witz. Und das war mal einer der heftigsten Bosse überhaupt im Hexenmutter, also im Halloween-Geschäft. Ja, das haben sie jetzt geändert mit dem anderen. Mit Kürbisfratze. Also das war jetzt wirklich ein Witzmutter, Hexenmutter Taerma. Das krähengeborene Grauen verebbt. Wie ein Schatten, dem die Sonne nur Verachtung bringt, zieht sich die Dunkelheit zurück. Ihr wart erfolgreich. Ich schätze, Glückwünsche sind angebracht. Ich schätze, eine Entschuldigung ist angebracht. Ich habe das krähengeborene Grauen bezwungen. Ja, gut gemacht und all das. Leider ist das krähengeborene Grauen ein echtes Gewohnheitstier. In Anbetracht seines Wesens wird es irgendwann wiederkehren. Ich werde weiter mit meiner Hellsicht nach seiner Präsenz Ausschau halten, falls wir es wieder anlocken müssen. Fürs Erste nehmt dies. Mhm. Ihr habt Nirn vor einem höchst grausigen Schicksal bewahrt. Das krähengeborene Grauen tiefer zurück nach Immergrau zu drängen,
wird seine Ambitionen zumindest fürs Erste beschneiden. Doch sobald es wieder gegen unser Reich vorrückt, werde ich mich bei euch melden. Ja, und ihr habt gerade auch gesehen, dass da wieder eine Errungenschaft durch freigeschaltet wurde. Was ist der Hexenmutterzirkel? Wir sind die Seherinnen. Der Ursprung der Antworten. Die Stellerinnen der Fragen. Wir spüren die Störungen in Immergrau auf und dienen als Fürsorgerinnen in den Zeiten der Ernte. Wie viele von euch gibt es? Das ändert sich ständig, mein Kind. Es ist unbekannt und unergründlich. Wer kann das schon sagen? Falls diese Antwort euch nicht zufriedenstellt, habt ihr von mir kein Mitgefühl zu erwarten. Also so nett ist die Hexenmutter dann auch. Wieso? Na gut. Was hat sie denn? Hat sie gemacht? Dass ich kein Mitgefühl zu erwarten habe von ihr. Das ist nicht so nett gewesen. Ja, ihr Lieben, und ich bin jetzt hier nochmal eben kurz woanders. Das wollte ich euch nämlich nochmal kurz zeigen. Weil bei diesem Event könnt ihr jetzt zum ersten Mal die Sachen bekommen, um das Haus, ich glaube es hieß Ruhepol der fünf Gefährten, zu erhalten. Und zwar müsst ihr dafür einmal nach Auridon gehen, hier unten nach Wuckelwacht gehen und dann von dem Wegschrein, ja, von Wuckelwacht aus immer so ein bisschen hochreiten. Und da seht ihr dann hier die Impressaria, die steht jetzt hier hinter mir. Und wenn ihr dann einmal mit ihr sprecht, dann habt ihr wie immer hier diese Liste der Sachen, die ihr dann gegen die Ereignisscheine austauschen könnt, die ihr einmal täglich immer nur bei dem ersten goldenen, wie nennen sich die Dinger hier, bei diesen Köpfen hier, bei den ersten goldenen davon erhaltet. Ich glaube, es sind zwei aktuell oder drei Scheine bekommen wir aktuell, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Wenn ihr jetzt hier, ich muss dazu sagen, ihr müsst den Molag Bal einmal haben, das ist ganz wichtig. Molag Bal, das seht ihr auch hier daran, dass das 5 Ereignisscheine kostet. Das ist einmal Abbild des Vorherrschers, so. Ankerkettenfragment und wenn ihr dann weiter runter scrollt, Schloss des dunklen Ankers. Die drei müsst ihr haben und einmal Molag Bal daraus entstehen lassen. Könnt ihr auch auf Vorrat einmal kaufen, also einmal den entwickeln und einmal dann nochmal die Scheine holen. Das ist möglich. Da müsst ihr dann hier 15 Scheine für Molag Bal ausgeben und jetzt mit dem Event kommen diese Schlüssel. Es gibt einmal den Schlüssel von Lyris und einmal den Schlüssel von Waren. Im nächsten Event könnt ihr dann, ja, ich denke mal einen Schlüssel mehr oder vielleicht zwei, ich weiß nicht, wie Zenimax das machen möchte. Die kosten dann jeweils 10 von diesen Ereignisscheinen, die ihr während des Events immer nur erhaltet pro Tag. Das einmal kaufen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann steht hier auch Sammlung aktualisiert. Wenn ihr jetzt auf U drückt und dann hier auf Fragmente, dann seht ihr hier unten Ruhepol der fünf Gefährten. Und da seht ihr jetzt bei mir, dass ich jetzt einen Schlüssel davon eingelöst habe. Es sind übrigens 5 insgesamt, nicht 4. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt eben anders gesagt hatte. Und ihr könnt ja jetzt, wie gesagt, die ersten 2 erhalten. Also gehe ich davon aus, dass ihr dann beim nächsten Event auch wieder 2 erhalten werdet. Da steht auch unten nochmal drin, benötigt zur Nutzung Molag Bal Illusionskobold, was dann aber tatsächlich, wie gesagt, der umgewandelte Kobold ist, also beziehungsweise Molag Bal ist. Also das ist nicht nur, dass ihr die Scheine braucht, sondern ihr müsst das auch einmal im Molag Bal umgewandelt haben. Und wenn ihr dann alle von diesen Schlüsseln hier erhaltet, dann könnt ihr das Haus Ruhepol der Gefährten, heißt es glaube ich, ich habe es jetzt gerade hier, Ruhepol der fünf Gefährten, das könnt ihr dann holen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze aussieht, könnt ihr auch gerne auf meinen Zweitchannel gehen, auf Alpha Wölfin. Da habe ich ein Video vor einiger Zeit hochgeladen. Und ich finde es doch schon ziemlich cool. Und bei uns wird es das neue Gildenhaus werden, weil es einfach so dieses Heroische ist. Und weil es kurze Laufwege hat, das ist vielen von uns sehr, sehr wichtig. Und mir persönlich ist wichtig, dass ich da noch meine Note mit reinbringen kann. Das heißt, es wird noch alles richtig schön umgewandelt. Aber ich werde da mal ein extra Video irgendwann auf Alpha Wölfin zu hochladen, wie es umgewandelt worden ist. Dann könnt ihr euch das Ganze auch ansehen. Ja, dann kommen wir jetzt zur wirklichen Verabschiedung. Das heißt, die alte werde ich jetzt schon rausgeschnitten haben. Ihr
seht das dann jetzt erst und habt von alledem keine Ahnung. Ich habe das Ganze jetzt zusammengeschnitten, die beiden Kämpfe, weil das letzte war zugegebenermaßen der totale Witz jetzt. Also ich habe das noch als sehr schwierig in Erinnerung, als ich die ersten Male tatsächlich diesen Boss gemacht habe. Aber jetzt in Kombination mit dem alten ist das wirklich ein Witz. Das ist wie ein Kind den Lolli zu stehlen und einem Erwachsenen etwas wegzunehmen, so ein Unterschied. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich bedanke mich auch beim Epi, dass er so tatkräftig dann am Ende doch noch unterstützen konnte. Und ich schwöre euch, ihr werdet das nie wieder von mir sehen. Ich habe nämlich die Schnauze voll. Ich werde das nur noch privat machen, ich werde das nicht mehr aufnehmen oder mit diesem Account hin. Ja. Ihr könnt es aber gerne trotzdem jeden Tag machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!